Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, die Wurzelwoche ist vorbei. Ich habe das jetzt extra mal so in den Titel reingeschrieben, weil die Woche war, also wir hatten ja Liga-Woche, das wisst ihr, und wir hatten dann noch zusätzliche CKs, also der Stress hörte überhaupt nicht auf. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir das nochmal in der Form so antue, dann auch noch Clanstadt Wochenende da auch noch so dazwischen. Also es war schon sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen, aber dennoch an dieser Stelle erstmal vorweg allen Beteiligten, also sowohl die Stammleute als auch die Gäste in drei Clans, also beim Clan Herausforderer, beim Clan Free-to-Play und beim Clan Todesbande, vielen Dank für die Unterstützung mal wieder, und hat ja auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Aber irgendwann konntest du es dann vor allen Dingen hier im Rathaus 16 Bereich echt nicht mehr sehen. Ihr seht, wir sind leider abgestiegen. Wir sind leider abgestiegen in Meister 1, da gehören wir überhaupt nicht hin, muss ich ganz klar sagen. Ich meine, okay, jetzt hat man natürlich wieder ein Ziel, dass man nach Champion wieder aufsteigt. Aber im Moment ist es halt so, dass viele Leute oder einige Leute überhaupt keinen Bock mehr drauf haben, irgendwie Clash of Clans zu spielen, weil es immer nach wie vor ist das große Streitthema, die Wurzelkriegerin nach ihrem dritten Nerf hat das alles nichts geholfen. Also es ist nach wie vor so, dass wir teilweise am Wochenende sogar mal geübt haben, wenn man die einfach so spammt, also einfach wirklich rein in die Base von irgendeiner Seite mit zwei Wurzelzaubern noch dabei, irgendwie wird das immer was. Und teilweise wurden das leider gegen uns sehr, sehr häufig drei Sterne. Ich würde fast sagen, 98% der Sterne, die bei uns gemacht wurden, sind mit den Wurzelkriegerinnen gemacht worden. Man war ja schon fast froh, wenn der Gegner einen Angriff gemacht hat oder überhaupt mal einen Angriff gemacht hat auf ein Dorf, wenn der mal eine andere Strategie benutzt hat. Ja, ich meine, bei uns waren natürlich andere Strategien am Start. Ich mache die jetzt auch nur noch. Ich muss mal gerade gucken. Nee, die ist es nicht, weil das ist Hybrid hier. Das ist Hybrid, das mache ich sowieso. Aber hatten wir auch gar nicht hier mit dabei. Okay, hatten wir nur gegen uns, sehe ich jetzt gerade. Aber dies hier, das dürfte nur noch ein Hybrid gewesen sein. Die Wiederholungen sind noch aktiv. Ja, und die Base kannte ich. Da sagte der Kollege im Livestream bei mir, dass ich die Base kenne. Ja, ich habe sie vorher angegriffen, einen Clankrieg vorher, exakt die gleiche Base. Und mir ist aber auch nichts Weiteres eingefallen, als die Wurzelkriegerin zu nehmen. Hätte ich mal meinen Hybrid rausgepackt, aber hätte Fahrradschlauch, wisst ihr selber. Aber dennoch, coole Woche, cooles Wochenende, zweimal zusätzliche Erze geholt in dem Clan Deutschland Add, auch wenn wir beide Clankriege dort auch verloren haben. Beziehungsweise einen haben wir verloren und den zweiten haben wir unentschieden gespielt. Also für die jetzt nicht mehr im Clan sind und mit dabei waren, wir hatten immerhin eine 30er gespielt dort, also Clankrieg neben der Liga. Der zweite Clankrieg dort war unentschieden oder ist unentschieden ausgegangen. Also auch da habe ich teilweise nicht mehr wirklich geglaubt, muss ich sagen, denn da sind manchmal, also ich meine, hier konnte das jetzt nicht vorkommen, weil hier war das Only Rathaus 16, aber bei dem Misch Clankrieg, da ist es wirklich so gewesen, dass teilweise echt Rathaus 15er ohne Probleme, wirklich, ich betone das, ohne Probleme Max Rathaus 16er mit den Rootreitern und mit einer gewissen guten Taktik und die Bases sind nicht schlecht, einfach gedreiert haben. Wirklich einfach gedreiert haben. Also ich nenne euch mal ein Beispiel. Bei uns hat ein 16er noch ganz, ganz lange im Clankrieg dort gedefft. Mit seiner Base hat 9 Angriffe auf sich abhalten können oder 8 Angriffe auf sich abhalten können, bevor der 9. dann kam. Und das war ein Rathaus 15, das war ja das Witzige. Und der den dann halt eben mal gedreiert hat, ne? Ohne Probleme und ohne Verluste, also noch nicht mal knapp. Ja, wenn es dann wenigstens knapp wäre. Und wie gesagt, man hat sich schon fast gefreut, wenn der Gegner tolle Angriffe gemacht hat, so im Bereich Lalo vor allen Dingen, dass sich dann mal einer aus den Clan dann erbarmt hat, mal eine andere Strategie zu spielen. Da hat man sich schon fast gefreut, wenn sein eigenes Dorf so gedreiert wurde und hat dem Gegner wirklich Respekt gezollt, hat gesagt, Mensch, das war ein toller Angriff, Gegner. Danke, dass du meine Base so gedreiert hast. Hauptsache nicht mit Wurzelkriegerin. Ne? Ich lasse alles zu, aber nicht mit Wurzelreiterin oder Wurzelkriegerin heißen sie ja. Und
Naja, es, wie gesagt, es hat mich ein bisschen, auch mich hat es ein bisschen geärgert und ich habe mir dann ja auch geschworen, ich mache jetzt nur noch Lalo-Angriffe, also zumindest im Rathaus 11, 12 und 13 Bereich mache ich nur noch blind Lalo. Übe ich bis zum Umfallen und es hat auch funktioniert, kann ich euch sagen. Es hat auch so, oder sagen wir mal so, das eine oder andere Mal funktioniert. Und aber hier jetzt beim Clan Herausforderer hat es leider nicht funktioniert und ist natürlich ein bisschen schade. Teilweise muss man auch dazu sagen, hatte jemand, ja, der Nachtschatten 2, seine Perfect-Woche um 2%, glaube ich, nee, um 10% nicht geschafft. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, muss ich sagen. Also in allen 7 Clan-Kriegen immer 3 Sterne zu machen, ist schon ziemlich krank, muss ich sagen. Aber wir springen mal einen Clan weiter, wir springen mal zum Clan, halt nicht dahin, wir springen zum Clan. Ich wollte nur ganz, ganz kurz, tolle Sache, Wild West Queen, nur leider ein bisschen teuer. Und vor allen Dingen sieht man, da im Hintergrund sieht man eine Animation, die sieht man dann später wahrscheinlich gar nicht mehr, denn die hat eigentlich immer ihren Hut auf. Ist natürlich auch ein bisschen doof, aber was willst du machen? Okay, wir gehen in den Clan Free to Play. Dort haben wir eine etwas bessere Woche gespielt und es hat sich auf jeden Fall herauskristallisiert, dass wir, ergeht sicherlich einigen auch von euch da draußen so, dass wir eine 15er Liga hier viel, viel besser spielen können als eine 30er. Wir haben ja vorher eine 30er Liga gespielt, da sind wir gnadenlos abgestiegen, weil die Rathäuser im unteren Bereich bei uns halt eher schlecht waren, also jetzt nicht schlecht, sondern mit schlecht meine ich mit Rathaus 12 belegt. Und wir haben jetzt eine 15er Liga hier gespielt. Die anderen sind dann in nach Todesbande abgeschoben worden oder sind halt nicht rübergegangen. Wir haben hier im Moment sehr, sehr viele Leichen im Clan. Wir sind mit 32 Mitgliedern, obwohl da sind noch einige sind noch nicht wieder da, aber ich habe jetzt auch wirklich die Ultraleichen hier mal rausgekickt. Sind wir hier aber aufgestiegen in dieser Woche. Nach Meisterliga 3, okay, jetzt wird es natürlich nicht einfacher, natürlich nicht, da waren wir glaube ich auch schon einmal, meine ich, jetzt wird es natürlich nicht leichter, aber mit einer 15er glaube ich und mit 14ern, 15ern, 60er, vielleicht sind die 14er dann auch schon wieder überfällig hier, kannst du hier natürlich dann auch so eine Liga weiterhin halten und sagenhaft 9-mal Bonus, also von 15 Leuten 9-mal Bonus ist schon ziemlich krank, muss ich sagen. Den einen oder anderen haben wir dann auch ausgetauscht, vor allen Dingen im 13er Bereich hier unten, Legolas Alpha, die haben wir mal ein bisschen durchgetauscht, dass auch da ein bisschen Sterne zusammenkamen, okay, Cassie jetzt auch, aber der Rest, der hier jetzt noch drin steht, einige habe ich jetzt auch schon entlassen, die kommen halt nicht zum Tragen, die hatte ich zwar eingeladen in einen anderen Clan, aber dennoch hat dort niemand mitgemacht und auch hier gucken wir uns einen Angriff an, von mir auf die 15, ja, 15 auf 15 Leute, mit was auch immer, ne? Mit Wurzelkriegerin, natürlich. Ne? Selber drüber meckern, aber sie selber nehmen. Natürlich nehme ich sie auch selber. Und natürlich nervt es mich auch an, dass es so funktioniert, muss ich ganz klar sagen. Ne? Auch wenn ich jetzt sage, ja, das funktioniert ja toll. Macht da mal weiter so mit und nervt ihr ruhig nochmal. Ihr kriegt es ja eh nicht hin, die richtig zu balancen. Und dann lasst das halt so und dann benutzen halt 80% der Community Rootrider im Rathaus 15, 16 Bereich und die anderen können halt zusehen, wie sie gute Taktiken an Tag legen können. Aber hier hat man das Ganze dann auch schon so ein bisschen fast ins Lächerliche gezogen. Ich meine, ich habe hier jetzt mal keinen Wurzelzauber noch mit dabei. Ich habe hier jetzt keinen Wurzelzauber mit dabei, aber in anderen Clan-Kriegen hatte ich auch den Wurzelzauber dabei und man hatte manchmal so das Gefühl, wenn die Leute angreifen, hier vor allen Dingen die 16er, die spammen halt ihre Truppe rein und setzen dann den ersten Wurzelzauber irgendwann, dann gehen die 20 Sekunden raus oder fallen womöglich mit dem Gesicht auf ihr Tablet und dann setzen sie ganz aus Versehen noch den zweiten Wurzelzauber an die gleiche Stelle. Wer glaubt es? Man glaubt es kaum. Und dementsprechend hat man das Ganze sogar ins Lächerliche hier mittlerweile gezogen, dass du brauchst einfach nur Wurzelzauber und ein paar was ist denn das schon wieder? Was stört mich hier? Ja, mich stört eigentlich nichts. Okay. Irgendwas stört mich ja immer. Und dementsprechend war man so ein bisschen, ich will mal sagen, angepieselt hier von der Situation und gerade jetzt in der Liga
wenn du dann selber auch nicht so gut spielst, ich meine, es gibt sie womöglich, die Anti-Root-Reiter-Bases, aber letztendlich haben wir hier nur im oberen Bereich damit angreifen können. Klar, 15, 16 hat die glücklicherweise nicht, 13, 14 und 13 auch schon, und deswegen muss man sich da natürlich was anderes einfallen lassen. Auch im dritten Clan kann ich euch sagen, haben wir gut gekämpft. Zeige ich euch aber auch noch eine nette Attacke von mir, muss ich sagen. Okay, da hebe ich mich jetzt natürlich ein bisschen hervor. Wer sich die ganzen Angriffe nochmal angucken will, der muss die 10 Stunden Livestream von Freitag und Samstag einfach nochmal als Wiederholung auf Twitch TV schauen. Dort gibt's das ja immer als sogenanntes Video on Demand. Also ihr könnt das dann quasi, ihr könnt den Livestream einfach nochmal gucken, inklusive Chat, inklusive allem, was dazugehört. Und da haben wir, ich habe so viel Clash of Clans Angriffe, glaube ich, noch nie in meinen Streams gezeigt wie an diesem einen Wochenende. Aber schön gemacht hier. Glückwunsch nochmal auch hier in den Clan Free-to-Play mit 274 plus Bonus. Muss ich noch vergeben, aber ich bin ja froh, dass ich jetzt das Video hier so noch machen konnte. Okay, dann springen wir zum nächsten Clan, zum dritten Clan, wo wir gespielt haben. Das ist der Clan rund um Uschi. Also, okay, ja, alles klar, da haben wir ein paar Medals gekriegt und natürlich ein paar Gems, weil wir wieder bei 5000 sind. Ist aber nicht so schlimm. So, Becken Sheriff Donnerbengel haben nochmal verlassen. Wir sind sogar aufgestiegen hier in der Clanstadt. Da geht es jetzt ein bisschen strukturierter zu bei uns. Auch nicht schlecht. Und wir sind auch hier in diesem Clan mit der ganz guten, mit der guten 30er. Also wir hatten unten nur einen 10er, danach 11er, 12er, 13er, 14er und einen 15er. Sind wir hier aufgestiegen. Sind wir aufgestiegen? Wir haben gegen den Ersten, den neuen Ersten, wir waren die ganze Woche eigentlich Erster, aber ich wusste, dass es natürlich Clans gibt, die noch nach uns kommen, die auch die Gegner haben, die wir hatten, wo wir viele Sterne geholt haben. Und deswegen hat uns der Clan HP Sisi nochmal aufgeholt mit 500, ihr seht das, mit 539 Sternen, also die haben exakt die Summe mehr bekommen, die 10 Sternchen mehr für ihren Sieg gegen uns. Und aber prozentual liegen wir sogar relativ weit vorne mit fast 1000% mehr Zerstörung. Also es sind nicht ganze 1000, so sagen wir mal um die 800 rum, mehr Zerstörung über die ganze Woche. Und hier, das passte ganz gut mit der 30er. Mal sehen, ob das in Crystal Liga 2 auch noch so funktioniert oder ob wir da auch schon so ein bisschen umstellen müssen. Da weiß ich noch nicht genau, was da Sache ist, aber ich habe gestern dann hier mein allerletzter Angriff war mit Avatar. Mein allerletzter Angriff hier war mit Beckensheriff. Und ich konnte es auch selber kaum glauben. War mit Donnerbengel. Nicht mit Donnerbengel, sondern war mit Beckensheriff. 1 Stunde, 8 Minuten vor Schluss. Und 6 auf 6. Das heißt, mein Gegenüber, wir hatten fast die ganze Woche hier Hit-Ups zu spielen, aber die waren sehr, sehr gut spielbar, muss ich sagen, die Hit-Ups, weil meistens war es nur minimal eine Rathausstufe, die man hoch hit-uppen musste, und das geht dann manchmal. Und ihr seht, ich habe mit dem Beckensheriff 3 Sterne geholt, natürlich mit dem Lalo, weil ich spiele in diesem Bereich hier im Moment überhaupt nichts anderes. Ich meine nicht, dass mir da nichts einfällt, nicht, dass ich den Hybrid nicht mehr kann oder so, aber ich habe halt den Lalo geübt in dieser Woche ohne Ende. Ab einem gewissen Zeitpunkt hier bei Totus Bande sowieso, weil da zeichnete sich ja schon ab, dass wir auf jeden Fall so ein bisschen höher kommen in der Liga und beziehungsweise uns da oben ganz gut schlagen, aufsteigen. War nie das Thema, aber der Angriff ist mir nochmal richtig cool gelungen, und ihr seht das hier, das ist auch jetzt nicht nur so ein einfach so ein 14er. Ich bin ja ein lupenreiner End-13er, will ich mal so sagen. Aber mir fehlen auch noch, glaube ich, der ein oder andere Heldenlevel am King und am Royal Champion. Und aber gegen diese wunderbar maxige Base hier, okay, die Mauern sind jetzt noch nicht max und vielleicht das ein oder andere Defense-Gebäude auch noch nicht. Aber trotzdem musste das erstmal gelingen. Und da bin ich auf mich, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, und natürlich auch auf meinen Trainer unheimlich stolz, dass ich hier gegen einen 15er komplett durchgezogen habe. Und das hat mich an der Stelle wirklich nochmal richtig, richtig gefreut. Also da war ich gestern Abend richtig gut zufrieden. Und nicht, weil es jetzt ein Dreier geworden ist, es hätte mir schon gereicht, wenn ich 2 Sterne geholt habe. Und die holst du eigentlich immer, wenn deine Blimp nicht gebetet wird, beziehungsweise du nicht irgendwo völlig fehlläufst, Verbindung verlierst oder was auch immer.
Dann kannst du hier, ihr seht das zweite Scatterfeld auch noch, das ist auch schon die halbe Miete hier. Adler ist jetzt nicht gefallen, das war aber nicht so schlimm. Und dann geht es hier unten weiter mit meinen kleinen Mini-Kill-Squad, so will ich mal sagen. Mit King, Queen und ein paar Magiern. Ein Babydrachen nehme ich eigentlich in der Regel ganz gerne mit zum Gegenfunneln oder so. Und das Compartment hier auch noch komplett rausgenommen. Auch sehr, sehr schick. Mittlerweile habe ich dann oder sehe ich dann so ein bisschen, wo ich die Loons ganz nett einsetzen kann. Beziehungsweise eigentlich noch manchmal noch ein bisschen zu hektisch. Aber ich wollte natürlich auf jeden Fall den Adler hier bekommen in der Warden Ability und komme dann außen nochmal so ein bisschen, je nachdem, was da dann kommt, mit Loons nach. Es sieht eigentlich erst noch so aus, als wenn das nichts wird, habe ich eigentlich auch gedacht. Aber hier in der Mitte sind doch noch richtig viele Ballons übergeblieben. Und auch die Struggle-Falle, also ich nenne sie immer Struggle-Falle, ich weiß gar nicht warum. Auch die Tornado-Falle hat jetzt meinen Loons nicht wirklich geschadet. Und mit der netten Warden-Aura ging das hier dann auch noch bis zum Schluss durch. Meine Queen ist sogar noch zündbar. Ja, die zünde ich auch irgendwann, weil die natürlich wieder durch eine Mauer geht. Und mit dem Eispfeil durch eine Mauer, das dauert auch lange. Wenn ich sie jetzt zünde, dann geht's eigentlich. Aber sie ist dann eigentlich nur unsichtbar, mehr ja nicht. Und am Ende kann sie denn doch noch ein bisschen was tun, nämlich so ein bisschen beim Cleanup helfen, aber den Rest haben halt echt die Loons erledigt und natürlich auch mein Roll Champion, der dort auch noch lebt, also auch mit 23. Ich habe dann keinen Trank genommen für die 8 Heldenlevel oder für die 13 Heldenlevel, die mir noch fehlen. 7 und 5 sind 12, 12 Heldenlevel, die mir da noch fehlen. Also es geht auf jeden Fall. Leute, spielt Lalo. Und ihr holt mindestens 2 gute Sterne. Im Hit-Up-Bereich. Ich betone immer, im Hit-Up-Bereich, im anderen Bereichen sicherlich etwas schwieriger. Aber trotzdem waren das hier sehr, sehr schöne Angriffe. War eine sehr, sehr schöne Woche. Nachtschatten sowieso, der ist eh jenseits von Gut und Böse. Farnsworth hat hier auch mit Hybrid so ein bisschen was fabrizieren können. Aber die Base war auch, das zeige ich euch gar nicht, die war auch eher schwach hier für eine Elfer. Ich bin mit Farnsworth in dieser Woche auch Rathaus Level 11 geworden. Und deswegen hatten wir hier unten nur einen Zehner. Also so können wir hier noch überleben. Und es werden ja jetzt alle so ein bisschen auch leveln in dieser Liga-Woche. Aber nochmal mein Dank an die hier in den Clans ein bisschen mitgeholfen haben, beziehungsweise hier wieder reingesprungen sind. Und last but not least, hier haben wir, oder hier könnt auch ihr, wenn ihr Lust habt, während der Liga gerne Clankrieg mitspielen. Das ist der Clan Deutschland Ed. Ich blende euch den Clan nochmal ein. Hier spielen wir dann eigentlich immer während der Liga noch Clankriege nebenbei. Und ja, Bender ist auch der Einzige, der jetzt noch verblieben ist. Und hier haben wir halt die letzten beiden, verloren will ich nicht sagen. Wir haben hier in Unentschieden gespielt. Und den ersten in dieser Woche haben wir aber verloren. Die Suche dauerte auch sehr, sehr lange. Deswegen haben wir auch nur 2 Stück geschafft. Mehr ging halt nicht in den 7 Tagen, weil, wie gesagt, die Suche sehr, sehr lange gedauert hat. Teilweise ein Tag oder halt, weiß ich nicht, 15, 16 Stunden. Weil das natürlich nicht viele spielen und viele spielen ausschließlich Liga und nicht noch nebenher Clankriege. Aber wir nehmen die Medaillen halt ganz gerne mit. So ist das nun mal. Und deswegen machen wir das auch wenn es sehr, sehr stressig war. Ich meine, ich habe mit allen meinen Accounts mitgespielt, außer wirklich die ganz kleinen hier, so wie Bender und so, die haben nichts gemacht in der Liga, aber das war schon stressig genug. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mir das in der Form nochmal antue oder ich muss es halt ein bisschen strukturierter machen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge ganz gut gefallen hat zum Wochenstart. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos und natürlich in den Livestreams. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto Clasht.